Ja, wir sind hier im Atelier von der Frau Doni Prinzett-Wiedernitz. Sie hat eine große Schenkung an die Kantatekirche gemacht. Und wir dürfen heute ein paar Fragen an Sie stellen. Und Ihr Motto war ja, künstlerisch gestalten ist für mich so selbstverständlich wie atmen. Und beten. Und beten. Sie leben für die Kunst. Ja. Und Sie haben ein großes Spektrum. Aquarellzeichnungen, Leinwand, also alles, was auf dem künstlerischen Sektor in diesem Metier gegeben ist. Ja, und ich hatte das Glück, ich konnte lange studieren an zwei Hochschulen in der Ostakademie in Köpenick, also in Weißensee, Berlin-Weißensee, und später an der Akademie der Künste. Heißt es jetzt, BBK Berlin. Und dieses lange Studium gab mir maltechnisch und zeichnerisch ein gutes Grundlage. Eine gute Grundlage. So kann ich eigentlich, muss ich sagen, alles machen. Papier ist mir das Liebste. Element und später in den letzten Jahren die Collage. Ja. Und auch die Zeichnung und die Druckgrafiken und Lithografie und Handsatz. Ich war dann später auch nach dem Studium beim Verlag der Tagesspiegel und da habe ich als Grafikerin gearbeitet. Und weil das Studium lang und gründlich war, war das kein Problem für mich, in eine Redaktion für Layout und Schriften gleich von einem Tag zum anderen zu arbeiten. Ja, war ein tolle, es ist mein Studio ein tolles, eine tolle Grundlage für mein späteres Schaffen. Ja. Und Sie haben ja unter anderem auch große Preise bekommen. Nicht zuletzt den Seerosenpreis der Landeshauptstadt München. Ja, da habe ich mich sehr gefreut, ja. Leider konnte ich den nicht genießen, weil die Ausstellung war die Mittagshitze und wir hatten über 30 Grad. Und der herrliche Ausstellungsraum hatte eine Glasplatte und da prallte oben die Sonne drauf. So sind alle und dann gab ein großes Gewitter und dann konnte ich mit keinem mehr reden und sprechen. Aber trotzdem war es für mich eine große Anerkennung und Ehre. Ja. Jetzt nochmal die Frage, was hat Sie dazu bewogen, der Kantatekirche und der Pfarrerin Ute Heubeck diese wunderbare Schenkung zu machen? Ja, der Vorstand, die Frau Heubeck, die Pfarrerin und einige Damen und Herren vom Vorstand waren in meinem Atelier und ich erklärte viele Bilder und ich beobachtete, wie die Pfarrerin wie angezogen auf dieses Bild zusteuerte, was jetzt in der Kirche hängt. Und ich habe es selten erlebt, dass ein Betrachter gleich so begeistert von einem Bild war, damit, dass ich dachte, ich muss ihr das schenken. Ja. Und sie war auch von dem nebenstehenden Bild sehr begeistert. Und deshalb gehören die Bilder der Frau der Kirche, weil sie ist ganz schnell auf diese Bilder zugegangen. Und das war die Wahl. Also nicht ich habe die Wahl getroffen, weil die Bilder sind verschieden. Da liegen 10 Jahre dazwischen. Und die Collage, das war damals der November 1989. Es hat mich schon sehr bewegt. Dann war auch der Atomunfall in Tokio. Das kam alles zusammen. Und ich war so übervoll. Und alle Linien zielen irgendwie zu einer hellen Fläche,
am Ende. Irgendwie war das dann auch der Durchbruch, dem Schöpfer Dank zu sagen, dass es mir jetzt, damals in Berlin, nee, da war schon in München, so gut geht, dass ich diese Begabung habe, dass ich dieses Bild jetzt schaffen kann. Es war auch zum Schluss eine große Danksagung an den Schöpfer. Und dann mit vielen Collagen. Es ist ganz viel in dem Bild drin. So wie in allen meinen frühen Arbeiten, der Professor hat gesagt, man könnte jedes Bild in kleine Karoscheiben schneiden und jedes ist dann für sich in der Komposition. Also musste ich künstlerisch einfacher werden und habe es jetzt geschafft. Ich bin jetzt sehr einfach geworden in meinen Arbeiten und habe das Gefühl auch durch dieses fast 70-jährige Praktikum der Malerei, denn ich habe schon mit 13 abgezeichnet. Ja, und meine Mutter sah die Begabung und schickte mich in eine private Malschule zu einer alten Malerin. Und da stand ein Aktmodell. Und hat mich nicht oder erschüttert oder was. Das war für mich ganz normal. So. Oh, ja. Und dann habe ich die Zeichnung heute noch. Ist perfekt. Und da war ich erst 13 Jahre. Ich bin da alt 14. Ja. Also das zeigt, die Pfarrerin Ute Heubig ist nicht nur eine große Pastorin, sondern ist auch begabt mit großem Kunstverstand. Ja, unbedingt. Also, es war für mich eine Freude, mal jemand erleben, der so gut sich in die Bilder reindenken kann. Und ich habe auch einmal in der Kirche, das war glaube ich am Karfreitag, über einen Film ihre Rede gehört. Und da durfte man glaube ich nicht in die Kirche wegen Corona. Und da dachte ich, also, als wenn sie in meine Seele gestiegen ist. Sie hat das Bild genauso erklärt, wie ich es erklären würde. Ja. Ja, und darum darf ich mich jetzt im Namen der Kantatekirche und der Frau Pfarrerin Ute Heubig nochmal für die Schenkung sehr herzlich bedanken. Sie haben sicher große Freude ausgelöst. Ja. Und die Gläubigen, die in die Kirche kommen, werden sich auch an ihren Bildern erfreuen. Ja. Dann sage ich vielen Dank für das Interview. War schön, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt schauen wir noch ein paar Bilder an. Ja, fein. Dann bedanke ich mich, Frau Dore. Ich bedanke mich auch für das Nachhausekommen in die Kantatekirche bei Heubeck und bei Ihnen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja.